Einen wunderschönen guten Morgen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Und zwar vom Turtle Beach. Ich habe mich nicht schon vorbereitet eigentlich gehabt. Ich habe jetzt extra, bin jetzt extra am PC und filme mich mit der PC-Cam, weil sich das besser macht. Und zwar wollen wir jetzt die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten vom PC durchgehen. Dafür muss ich das jetzt erstmal hier entwirren. So. Wir haben einmal die Version, dass wir ein USB-Kabel haben und auf der anderen Seite logischerweise den Klinkenkabel, den wir ins Headset schließen. Mensch. Und dann haben wir noch eine Anschlussmöglichkeit. Na, komm her. Und dafür haben wir dann praktisch diesen hier, hopp, zwei Klinke. Den werde ich wahrscheinlich nicht richtig testen können. Muss ich gucken, wie ich das umsetzen kann, dass ich das testen kann. Ich werde die Variante wahrscheinlich am Telefon testen, weil mein PC hat keinen einzelnen Kabel für Mikrofon und Headset, also Kopfhörer. Ich habe nämlich zwei bei mir am PC. Deswegen werden wir dies erstmal wegpacken, wenn es nicht runterfallen würde. So. Jetzt werde ich hier erstmal den Kabel anschließen am Headset. So. Und jetzt werden wir den USB-Kabel ranmachen. So. Schließen wir mal hier oben an. Zack. Ist im Prinzip kinderleicht, wenn er das jetzt machen würde. Ich glaube, das liegt jetzt gerade an meiner, ja, an meiner PC-Karte, hat sie liegen, die jetzt gerade so ein bisschen rumspackt. Gucken. Na, ich habe meine PC-Karte noch nicht, also die USB-Karte noch nicht installiert. Machen wir halt einfach einen normalen USB. Da seht ihr schon, dass hier sich was öffnet. Dann wird jetzt erstmal der USB-Treiber installiert und Turtle Beach Recon 320 und da unten nochmal 320. Ist eigentlich ganz easy mit dem. Man braucht nicht extra irgendwas noch runterladen oder sonst irgendwas dergleichen. Das macht der PC eigentlich von ganz alleine. Einer noch. Also ich hatte schon mal ein Hardware-Video gemacht, bloß das musste ich löschen, das war total asynchron und ich habe meinen PC jetzt auch neu gemacht. Beziehungsweise meinen Laptop. So, jetzt sind die Treiber natürlich drauf. Jetzt unten einfach Rechtsklick, Aufnahmegeräte. Und dann haben wir hier irgendwo, da ist das Turtle Beach. Und dann kann ich euch mal die Einstellungsmöglichkeiten zeigen vom Turtle Beach. Wir haben einfach mal abhören. Da können wir dann natürlich das auf dem Lautsprecher vom Turtle Beach oder also auf die Kopfhörer vom Turtle Beach, auf die Lautsprecher vom PC oder sonst ein Gerät, was angeschlossen ist, wiedergeben, um zu hören, wie wir uns anhören. Dann haben wir den Pegel und erweitert. Wir haben hier keinen, was mich sehr gewundert hat, wir haben hier keine Mikrofonverstärkung. Funktioniert aber trotzdem im TS oder so sehr gut. Dann haben wir hier hinten noch bei Kopfhörer, da haben wir noch die Kopfhörer, die wir einstellen können, auch den Pegel. Hier können wir noch einen virtuellen Sound, Raumklang und so. Ich hatte, was hatte ich an? Ich hatte die Bassverstärkung hatte ich an und Lautstärkeausgleich hatte ich an. So. Hat einen schönen Klang hier im MTS. Die Stimmen haben sich sehr gut angehört. Ihr hört, es ist sehr laut.
Man kann es halt am Headset direkt. Haben wir da. Am Headset direkt kann man es dann halt doch leiser stellen. Das ist natürlich auch kein Problem. So. Ich versuche jetzt gerade. Ach, ich habe den Knoten drin. Ha, kein Wunder. So. Und ich muss echt sagen, ich hatte es jetzt, ich hatte es ja jetzt schon, wie gesagt, ein Video gemacht und hatte schon eine Weile getragen für dieses Video und nach diesem Video. Es trägt sich wirklich extrem geil, muss ich sagen. Wenn ich es so aufhabe, diese leicht gebogene Form nach vorne, die ich euch schon im anderen Video gezeigt habe. Was mal gerade so ist, gerade der Turtle Beach, so. Dann seht ihr, dass jetzt so ein Stück nach so geht. Die macht sich sehr bequem beim Tragen. Die Ohrmuscheln sind schön groß, da komme ich mit so ja mit meinen dicken Ohren gut rein. Und die Polster finde ich sehr gut. Also die Polster sind echt, das ist hier so eine Art Stoff, also ist Stoff, aber die sind sehr bequem. Ja, also ich finde sie wirklich echt gut und sehr bequem. Ich habe es boah, in einer langen Teamspeak-Sitzung hatte ich es drin, wo ich mit ein paar Kollegen im Teamspeak gesessen habe und gequatscht habe. Und ich war damit sehr zufrieden, weil der Tragekomfort exzellent war eigentlich. Ja? Aber die waren wohl mit meinem Mikrofon nicht so zufrieden. Das soll sich etwas dumpf angehört haben. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall für dieses Video, werde ich gleich auch noch im Camtasia einfach, also nachdem ich mit diesem Video fertig bin, hinten noch, ich werde mich verabschieden und dann werde ich noch ein Bild anhängen, dass eine Weile ein Bild von mir zu sehen ist, beziehungsweise das Hintergrundbild von meinem Kanal zu sehen ist, oder das Banner besser gesagt, und da werde ich dann mal einfach Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht und noch irgendwas sagen und dann über dieses Mikrofon, dass ihr dann mal das Mikrofon genauer hört, wie es sich anhört. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Beim ersten Video hatte ich es nur so verglichen und ich muss echt sagen, der Tragkomfort ist echt gut. Ja? Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefallen hat, ist dieser kurze Kabel, wenn die PlayStation direkt neben mir steht, mag es okay sein, weißt du? Aber wenn die jetzt so wie bei mir 2 Meter weiter weg steht, dann macht sich das schon wesentlich schlechter mit dem kurzen Kabel, das Headset mit der PlayStation zu verbinden. Und mit dem habe ich es noch nicht versucht, weil der hat ja hier ist der. Da seht ihr, da sind 4 schwarze Striche und hier sind 3 schwarze Striche dran. Und ich muss mal gucken, wo habe ich mein Standardkabel. Hier ist mein Standardkabel. So. Ja, doch, haut hin. Hier habe ich auch 3 und da sind 2 dran. Also es müsste rein theoretisch, müsste dieser Kabel auch funktionieren, dass man damit den Controller anschließt. Dies habe ich noch nicht gemacht, das werde ich gleich live mit euch, also praktisch live nicht, aber ihr seht ja die Aufzeichnung, werde ich testen. Ich muss mal gucken, wer sich da als Opfer zur Verfügung stellt. Irgendeiner muss ja dann in der PlayStation Party sein und sagen, hört sich gut an, hört sich schlecht an. Mal gucken, wer sich da bereit stellt. Ich lasse mich mal überraschen. Aber so von der Verarbeitung her vom Headset bin ich echt sehr zufrieden. Es ist sehr gut verarbeitet und leicht. Es ist wirklich extrem leicht. Das ist das, was ich mich von Anfang an gewundert habe. Ich habe es ausgepackt und man merkt es nicht. Es ist, weiß ich nicht. Also ich bin ja mein Triton gewöhnt oder andere Headsets bin ich gewöhnt. Und das ist mein erster Turtle Beach. Und ich muss sagen, es ist sowas von leicht. Wenn ich es aufhabe, man merkt jetzt so ein bisschen drückend an Ohren, klar, weil muss ja auch fest drauf sitzen,
Aber so vom Gewicht merkt man überhaupt nichts. Rein gar nichts. Also finde ich saugeil. Finde ich echt extrem geil. Also für einen PC. So wie ihr gerade gemerkt habt, meine Kamera hat gestockt, dann war mein Mikrofon weg. Also ich spreche das jetzt alles schon mal nach. Also schon nach. Und so hört ihr schon mal das neue Mikrofon. Also nicht das neue Mikrofon, aber das Mikrofon von dem Turtle Beach. Ja, ich hatte da gesagt, dass ich von dem Gewicht sehr begeistert war. Es trägt sich wirklich exzellent auf dem Kopf. Es ist verdammt leicht. Also wenn man nicht so ein bisschen auf die Seiten merken würde, würde man nicht merken, dass man ein Headset trägt, weil ich kenne es ja nur von anderen Headsets, die schon so ihr gutes Eigengewicht haben. Das ist bei diesem Headset überhaupt nicht der Fall. Also überhaupt nicht, keine Ahnung. Also es ist so verkackt leicht, man merkt es kaum. Also es ist richtig geil. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch noch mit dem Smartphone versuchen zu testen und an der PlayStation werde ich es auch versuchen. Ich hoffe jetzt nur, dass dann demnächst mal ein Kumpel online ist, dass wir eine Party machen können, dass ich das dann am Controller testen kann. Da werde ich nämlich ein separates Video zu machen, weil das wäre Blödsinn, das jetzt zu hängen. Und ja, dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ihr habt jetzt das Mikrofon gehört, wie es ist. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es am PlayStation-Controller funktioniert, dann bleibt dran und wartet aufs nächste Video. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.